Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es mal wieder um die AMC-Aktie und ein weiteres Update oder eine Einschätzung, die ich sehr interessant fand. Und zunächst einmal zu den aktuellen Daten. Der Kurs liegt gerade bei einem Wert von 8,37 € bei Trade Republic und hier bei 8,39 €. Ja, 39 circa. Heute bislang 0,5% plus gemacht, 4 Cent, die Woche über noch im Minus mit 1,65% oder 14 Cent und im Monat ein Minus von 4,34% oder 38 Cent. Ja, wenn man mal hier auf Swaggy Stocks guckt, dann sieht man, dass AMC ganz schön weit nach hinten gerutscht ist, auf dem 14. Platz jetzt vor Microvision, Amazon, Tesla und Co. Und das Kommentarvolumen hier 2,28% beträgt und davon positiv, also eine positive Stimmung quasi 34 haben des Kommentarvolumens und 16 eine negative Stimmung. Ja, nichtsdestotrotz muss man natürlich dazu sagen, dass es hier ja schon deutlich mehrere Foren alleine über AMC gibt und nicht nur Wall Street Bets. Also dieses bezieht sich hier nur auf Wall Street Bets. Das sei auf jeden Fall dazu gesagt. Aber wie gesagt, bei Wall Street Bets gerade auf dem 14. Platz hier. Ja, dann schauen wir hier nochmal uns die Daten an bei Stonk Tracker. Und dort sehen wir, das geschortete Volumen betrug gestern 47,8%, davor 42,7%. Für heute sind die Daten jetzt noch nicht raus. Aber man sieht, dass es hier die letzten 3 Tage eigentlich kontinuierlich gestiegen ist. Mal gucken, wie es hier dann weitergeht. Aber jetzt ein Artikel, den ich sehr interessant fand. Und springen wir mal hier zu Beginn. Und hier geht es quasi darum, dass es, also dass AMC es nicht wert ist, dass man nicht um jeden Preis diese Aktie besitzen sollte. Es sei denn, das Geschäftsmodell würde sich eben drastisch ändern, aber anhand der schlechten Fundamentaldaten und eines Schuldenbergs von 22, nee, nicht 22, 221 Prozent der Marktkapitalisierung sehen diese Analysten hier nicht, wie Aktieninvestoren Anspruch auf künftige Gewinne haben werden, insbesondere angesichts des Gegenwinds in der Kinobranche. Ja, und wie gesagt, ich fand den Artikel ziemlich interessant, weil gleich auch eine Grafik kommt, die ich euch dann gleich erkläre. Aber ja, so viel erstmal dazu, worum es hier geht. Ja, erschwerend kommt eben dazu, schreiben sie, dass AMC mit minus 5,99% weiterhin neue Aktien ausgibt, wie beispielsweise den jüngsten Verkauf von 43 Millionen Aktien, sodass die Ansprüche von Aktieninvestoren auf künftige Gewinne weiter verwässert werden. Hier dann nochmal kurz eine Grafik. Hier sehen wir, im Januar war der Wert ja bei circa, ich meine, es waren so, ja genau, 20 US-Dollar am 27. Januar 2021. Ist auch schon wieder so lange her. Jetzt 3 Monate wieder. Mir kommt es vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Und ja, sie schreiben eben, die Grundlagen waren vor der Pandemie schlecht. Denn der Kinobetreiber AMC hatte seinen Moment als Meme-Aktie zur gleichen Zeit, als er den Bankrott abwehrte, was zeigt, wie wenig der Anstieg der Aktie mit den Fundamentaldaten des Unternehmens zusammenhängt. Und ich denke mal, das wissen wir eigentlich alle, dass jetzt nicht unbedingt die Daten dazu beigetragen haben, dass die Aktie eben so stark in die Höhe gestiegen ist, sondern eben die sozialen Medien, Reddit-Foren wie eben Wall Street Bets eher.
Ja, abgesehen von Konkursbedenken hatte sich die Geschäftstätigkeit von AMC bereits vor der Covid-19-Pandemie in die falsche Richtung entwickelt. Und sie rechnen damit, dass der Kerngewinn von AMC von 114 Millionen US-Dollar im Jahr 2013 auf rund 30 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 gesunken ist. Das Unternehmen hat von 2014 bis 2019 einen Free Cashflow in Höhe von 5,2 Milliarden US-Dollar verbraucht und der Free Cashflow belief sich 2020 auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Ja, angesichts der schlechten Fundamentaldaten hatte AMC bereits vor Beginn des Meme-Stock-Geschehens da quasi ein unattraktives Rating von denen erhalten. Und ja, hier sieht man das nochmal, Core Earnings from 2013 bis 2019. Und ja, sie schreiben eben auch, dass der pandemische Gegenwind anhält. So eben, also die Verlagerung von Kinos zu Streaming könnte eben dauerhaft sein, als natürlich pandemiebedingt Kinos jetzt auf der ganzen Welt geschlossen werden mussten, haben die Produktionsstudios die Veröffentlichung von Filmen zunächst verschoben. Da die Sperren dann immer weiterhin bestanden, haben Filmstudios ihre Filme auf Streaming-Plattformen wie beispielsweise Disney Plus und HBO Max ja oft am selben Tag wie in den Kinos veröffentlicht. Und jetzt, da die Verbraucher zu Hause ja quasi einen Vorgeschmack auf neue Filmveröffentlichungen bekommen haben, gibt es möglicherweise keine Rückkehr zum alten Modell. In einer im Mai 2020 durchgeführten Umfrage gaben 70% der Befragten an, lieber neue Filme von zu Hause aus zu schauen, selbst wenn die Kinos eröffnet werden würden. Ja, ich persönlich würde, also ich würde nicht zu diesen 70% mitzählen, denn ich würde es tatsächlich sehr schön finden, wenn die Kinos hier wieder aufmachen würden. Aber da spricht ja auch jeder nur für sich und ja, kann bei anderen natürlich anders sein. Ja, dementsprechend begann Disney Filme, die ursprünglich für den Kinostart vorgesehen waren, Mitte 2020 direkt seinen Streamingdienst zu senden. Ebenso kündigten AT&T und Warner im Dezember 2020 an, jeden 2021 Film auf HBO Max zu starten, zur gleichen Zeit wie die Kinos. Und ja, David Sims, das ist ein Autor von The Atlantic, der sagte eben, dass das Publikum kaum einen Anreiz haben wird, mehr zu bezahlen, um diese Filme eben in den Kinos zu sehen. Ja, dazu muss ich sagen, ich persönlich finde immer, dass Kino so eine Art, ja, ein schönes Erlebnis ist, auch wie man seinen Abend verbringen kann. Eine schöne Erinnerung. Ich meine, einen Film kann man ja ganz einfach zu Hause sehen, aber Kino ist dann doch nochmal was Besonderes. Und für mich persönlich hat das auf jeden Fall immer einen Anreiz, dort hinzugehen, falls eben ein cooler Film läuft oder einfach mit Freunden einen schönen Abend zu verbringen. Ja, schlechte Fundamentaldaten und struktureller Gegenwind haben jetzt jedoch nicht verhindert, dass die Aktie von AMC während des Meme-Stock-Rauschens in die Höhe schoss, um den Lesern quasi einen Eindruck davon zu vermitteln, wie verrückt die Aktie auf ihrem Höhepunkt überbewertet war. Rechnen sie jetzt hier nach und zeigen, wie sich das Unternehmen entwickeln müsste, um einen Preis von 20 US-Dollar pro Aktie zu rechtfertigen, den die Aktie eben Ende Januar erreichte. Und das ist wirklich sehr interessant. Ja, also erstmal, hier ist die Grafik und hier sieht man, wenn das mit den zukünftigen Einnahmen konstant weitergelaufen wäre, circa 2030, in 9 Jahren, wäre die Aktie dann auf einem Wert von 20 US-Dollar. Ja, by the way, es ist unfassbar, dass in 9 Jahren schon 2030 ist. Ich denke immer noch, es ist so 2040,
15 oder so, also wie die Zeit vergeht. Aber genau, was müsste die Aktie dafür alles gemacht haben oder was müsste passiert sein? Bis 2030 müsste der Marktanteil von 13 auf 54% gestiegen sein. Dann auch eine sofortige Verbesserung der Gewinnmarge auf 14%, was dem höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte seit 2013 entspricht, verglichen mit 8% im Jahr 2019 und Steigerung des Umsatzes dann noch um 36% pro Jahr für das nächste Jahrzehnt, basierend auf dem Wachstum bei Konsensschätzungen in den Jahren 2021 und 2022, also 2021 113% und 2022 81% und dann noch 24% jedes Jahr danach, also deutlich über 9% Konsensumsatzschätzung für 2023. Ja, in diesem Szenario erzielt AMC im Jahr 2030 quasi einen Umsatz von fast 27 Milliarden US-Dollar, was fast dem Fünffachen seines bisherigen Rekordumsatzes von 5,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 und rund 220% des weltweiten Kassenumsatzes von 2020 entspricht. Und wenn Sie davon ausgehen, dass die weltweiten Einnahmen an den Abendkassen von 2020 bis 2025 mit prognostizierten Raten wachsen und von 2025 dann eben bis 2030 jährlich um 3,7% steigen, impliziert das Szenario, dass die Einnahmen von AMC Entertainment 54% der weltweiten Einnahmen eben erreichen würden. Ja, also sie schreiben auch, dass der Kurs von 10 US-Dollar immer noch verrückt sei. Also wie gesagt, das Szenario wäre jetzt, wenn der Kurs eben 20 US-Dollar, das müsste passieren, um das zu rechtfertigen, diesen Aktienkurs. Ja, jetzt schreiben sie immer noch verrückt bei 10 US-Dollar für die Perspektive des aktuellen Preises, führen sie eben dieselbe Analyse durch, um zu zeigen, was das Unternehmen tun muss, um einen Aktienkurs von 10 US-Dollar zu rechtfertigen, was eben niedriger ist als der, an dem es jetzt gerade handelt. Ich weiß gar nicht, wo ist es jetzt? Ja gut, ein bisschen über 10 US-Dollar. Börsen machen ja erst in ein paar Stunden in den USA auf. Also es bedarf auf jeden Fall eine sofortige Gewinnmarge auf 14%. Die müsste auf 14% eben verbessert werden. Dann noch die Steigerung des Umsatzes um 32% pro Jahr für das nächste Jahrzehnt. Ja, wäre auf jeden Fall heftig. Und in diesem Szenario würde der Umsatz von AMC im Jahr 2030 39% des geschätzten weltweiten Umsatzes an den Abendkassen betragen, basierend eben auf denselben Annahmen wie oben. Ja, auf jeden Fall auch, es müsste eben konstant steigen, um eben den Kurs von 10 US-Dollar zu rechtfertigen. Ja, dann schreiben sie noch weiterhin, die Aktie ist nicht 1 Dollar wert. Angesichts der Tatsache, dass die zur Rechtfertigung eines Aktienkurses von 10 US-Dollar erforderliche Performance lächerlich sei, ist eben nur deren Meinung, gehen sie tiefer rein, um zu prüfen, ob es sich lohnt, die Aktie um jeden Preis zu kaufen. Und deren Antwort ist auf jeden Fall nein. Angesichts eben der Gesamtverschuldung von 9,8 Milliarden US-Dollar und einer unterfinanzierten Rente quasi von 44 Millionen US-Dollar, dann einer latenten Steuerverbindlichkeit von 40 Millionen US-Dollar und so weiter und so fort, sei es eben unwahrscheinlich, dass das Unternehmen jemals genug Geld verdienen wird, um Stakeholder zufriedenzustellen, die höhere Ansprüche auf die Cashflows des Unternehmens haben. Ja, mit anderen Worten eben, sie glauben nicht, dass Aktieninvestoren jemals einen wirtschaftlichen Gewinn von einem US-Dollar erzielen werden. Ja, weiterhin schreiben sie, dass AMC Aktien verkauft, um Glücksspielinvestoren auszunutzen. Sie sagen eben, dass AMC seine ultrahohe Bewertung ausnutzte und
verkauft im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 rund 312 Millionen neue Aktien, was mehr als dem doppelten, was mehr als der doppelten Anzahl quasi ausstehender Aktien zum Ende des dritten Quartals 2020 entspreche. Am Dienstag haben sie auch angekündigt, weitere 43 Millionen Aktien zu verkaufen, kündigten jedoch den umstrittenen Plan zur Ausgabe von 500 Millionen Aktien wieder direkt, also es wurde verworfen. Angesichts des Kursrückgangs der Aktie von mehr als 5% am Mittwoch scheinen Aktieninvestoren zu bemerken, dass das Unternehmen von ihrer Leichtgläubigkeit profitiert, indem es ihnen eben Aktien zu erhöhten Preisen verkauft. Ja, also, erstmal nichtsdestotrotz handelt es sich bei AMC ja um eine Meme-Aktie und natürlich kann man die nicht normal bewerten anhand der Fundamentaldaten. Das geht ja nicht, weil, wie jeder auch hier sieht, falls es jetzt lädt, ja, es lädt, dann ist es einfach schlecht, was da in letzter Zeit war. Hohe Volatilität, keine Kursstabilität, die Finanzverschuldung ist extrem hoch und das Umsatzwachstum sinkt auch. Hier in den letzten 5 Jahren minus 15,86%. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es eine Meme-Aktie und es könnte durchaus passieren, dass der Kurs nochmal so in die Höhe steigen kann. Ja, es bleibt natürlich abzuwarten, weil, gut, sie zeigen jetzt, dass 20 Euro nicht gerechtfertigt sind und 10 Euro auch nicht gerechtfertigt sind. Ich fand das sehr interessant, diese Grafik alleine, was eben passieren müsste, um diesen Preis zu rechtfertigen. Aber wie gesagt, es handelt sich hierbei ja um eine Meme-Aktie. Das sollte man da auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. So. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Vielleicht sagt ihr auch selbst, der Preis wäre vollkommen berechtigt oder ihr hofft einfach auf einen Short Squeeze. Lasst mich das gerne wissen. Abonniert ansonsten gerne den Kanal für mehr Videos. Hier gibt es eben täglich neue Updates und Depot-Updates von meinem eigenen Depot. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis dann.